Willkommen zu Infovideo Nummer 7. Dies ist ein kleines Dankeschön an euch für den super Support, den ihr mir jetzt innerhalb der Woche gegeben habt. Oder wann ich Infovideo 6 natürlich hochgeladen habe. Vor fast einer Woche. Und ich kann nur sagen, ich bin echt beeindruckt, wie gut die Unterstützung von euch jetzt kam. Also, es ist wirklich beeindruckend. Und wir können echt noch das Ganze auf ein ganz hohes Level heben. Das heißt natürlich, ich freue mich immer noch, wenn ihr weiter unterstützt. Ansonsten wollte ich dieses Video auch mal nutzen, um euch ein paar Informationen weitergehend in Bezug auf Let's Plays und wie es momentan bei mir so abläuft. Halt so euch aufzuzeigen, wie das so funktioniert. Und zwar wird es jeden Tag Mad Father geben, sofern das YouTube erlaubt, beziehungsweise die Zeit, die ich dafür aufbringe. Was so ziemlich die meiste Zeit des Tages ist. Außerdem im abwechselnden Verlauf einen Tag Alien vs. Predator Classic 2000 und Beyond Good and Evil, immer abwechselnd. Jetzt kommt allerdings dazu der letzte Part von Alien vs. Predator Classic 2000, den ich erst heute hochgeladen habe, lag 2 Tage zurück und das hing an der Datei, weil die nun wirklich sehr, sehr groß war. Und ich muss wirklich dazu sagen, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Datei wieder so groß wird. Das hat geschlagene 11 Stunden gedauert, ehe er dieses Video hochgeladen hatte. Das kann ich natürlich dann nicht einfach so machen, weil dann könnte ich nichts anderes hochladen in der Zwischenzeit. So, außerdem Mad Father. Die ganze Geschichte ist natürlich ein bisschen größer und hat wieder multiple Enden. Und ich werde versuchen, alle dieser multiplen Enden zu erreichen. Sprich, halt das gute Ende, das böse Ende, wenn ich Pech habe, und, keine Ahnung, vielleicht ein neutrales Ende. Ich weiß nicht, wie viele Enden es genau gibt, aber man gab mir da schon so ein paar Hinweise. Des Weiteren wird, wenn Mad Father durch ist, ein weiteres Indie-RPG-Game in den Startlöchern stehen. Lasst euch überraschen, was es ist. Ich kann nur sagen, es ist praktisch auch wieder sehr gruselig und wirkt mehr, als wenn es was von Creepypastas wäre. Wird aber auf jeden Fall eine gute Sache werden. Des Weiteren, die Custom Story für Amnesia, Mental Memorial, beziehungsweise die Full Conversion, ist ja keine Custom Story in dem Sinne, ist ja momentan nicht wirklich weitergemacht worden von mir. Dafür gibt es eine Entschuldigung. Nur, ich muss zugeben, ich habe mich ein kleines bisschen übernommen, also zu viel auf einmal. Und ja, wichtig ist es in dem Kern jetzt erstmal, ich versuche dann erstmal Beyond Good and Evil und Aliens vs. Predator Classic 2000 fertig zu machen, damit ich dann Mental Memorial durchziehen kann, weil die Mod scheint größer zu, oder die, ja, kann man ja eigentlich Mod nennen, die Mod ist größer, als ich gerechnet hätte. Ich dachte jetzt eher so, dass wir auch wieder nur so ein 5-Part-Ding à la La Casa. Ja. Auf jeden Fall geht's dann noch mit Mental Memorial weiter. Für diejenigen unter euch, die diese Custom Story noch nicht gesehen haben oder diese Mod, einmal der Link hier oben jetzt. Zack. Und es ist wirklich zu empfehlen, dass ihr euch das anguckt. Also wenn ihr Fans von Sachen wie Silent Hill, halt so Mindfuck-Scheiß à la Mad Father und so weiter seid, oder halt an sich so Amnesia, die Custom Story ist wirklich zu empfehlen. Ich werde das, wie gesagt, jetzt hier oben jetzt den Rest des Videos laufen lassen als Link. Ihr könnt euch das Ganze angucken, es lohnt sich wirklich. Sind momentan leider nur 5 Parts, aber ich arbeite natürlich dran, sobald ich mit den Projekten weiterkomme. Des Weiteren, wie es aussieht mit den ganzen Sachen von wegen hier mit Assassin's Creed und Silent Hill auf Konsolen. Es ist momentan so, ich hatte eine Capture Box gehabt. Noch werde ich nicht sagen, woran das Ganze liegt, warum ich sie nicht mehr habe. Ich möchte dazu ein kleines Video machen, separat. Allerdings funktionierte das nicht so, wie es sollte. Und dementsprechend habe ich keine Möglichkeiten, Konsolen-Let's Plays zu machen. Und das möchte ich allerdings.
Ich möchte weiter natürlich Konsolen-Let's Plays machen, weil ich hatte geplant gehabt, die Halo-Reihe zu spielen. Dann nochmal, werde ich nochmal neu mit besserer Qualität aufnehmen, Halo 4, weil das ist zwar ein gutes Let's Play geworden, aber ich hatte einfach noch zu viel. Also ich rede zu wenig praktisch in diesen Videos, weil ich zu sehr immer noch selber in Halo 4 praktisch eingeschlossen bin und mich da ja fasziniert umgeben habe und gezockt habe und so weiter. Außerdem wird es dann auch noch klassischere Let's Plays geben, also das erste Silent Hill für PlayStation 1, das erste Resident Evil, allerdings auch das Remake für die GameCube. Für die GameCube dann auch noch halt Resident Evil, Resident Evil Zero und Eternal Darkness. Also, ihr könnt sicher sein, ich weiß nicht genau, wie viel das alles in Anspruch nehmen wird, aber ich habe noch tonnenweise Games für Let's Plays, für so ziemlich jeden Geschmack dabei. Ja, in Bezug auf Slender, und zwar ist, wenn ich mich nicht irre, am gestrigen Tag Slender The Arrival erschienen. Und natürlich werden sich viele fragen, ob das Let's Played wird. Und jetzt werden sich auch direkt wieder alle Leute drauf stürzen. Und das, ja, wird dann halt wieder ausgeschlachtet. Also zu viel Slender ist nicht gut. Und ich werde halt einfach dafür sorgen, dass wenn ich dann, sag ich mal, dass die Möglichkeit habe, mir zu holen, werde ich Slender The Arrival natürlich spielen, da es wohl auch einen Story-Modus gibt. Klingt wahnsinnig interessant. Außerdem die Half-Life 2 Mod, wie hieß das Ganze nochmal? Ich glaube Face, ja genau, Faceless Mod für Half-Life 2. Steht natürlich auch auf dem Plan. Gut, das war's mit dem Infovideo daran. Ich kann nur sagen, ich bin absolut beeindruckt für eure Unterstützung. Und ich hoffe, ihr werdet auch weiterhin Gefallen an meinen Let's Plays finden. Und werdet, keine Ahnung, einfach Spaß auf meinem Kanal haben. Ich freue mich natürlich über jegliche Unterstützung. Wir werden das Ganze versuchen, auf ein neues Level zu heben und einen riesen Kanal daraus zu machen. Weil ich habe einfach so, keine Ahnung, das Gefühl, andere daran teilhaben zu lassen. Und, naja, Spiele aufzuzeigen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich dann fürs Zuhören. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an meinen Let's Plays. Und ja, mal sehen, wann es das nächste Infovideo gibt. Die kann ich nämlich öfters machen, um kollektivere Antworten und Updates zu geben. Danke fürs Zuhören. Bis dann.